song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, droning out the Amazon rain. Wir sind das Projekt Crossbill vom CVJM Rheinmitte und wir bestehen so aus 5 bis 8 Mitgliedern. Das Kreuz steht halt seit dem heute, dem ersten Advent, und zwar bis Weihnachten. Ist halt jeden Abend von 17 bis 21 Uhr sind die Projektoren an, sodass man halt jeden Abend die Wünsche sehen kann. Und an jedem Adventssonntag findet zudem noch hier eine kleine Veranstaltung statt. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. Also es gibt zum einen einen Eingabestand, der steht dort drüben. Dann gibt es noch eine App für das iPhone, für Android oder für ein iPad. Und es gibt auch noch eine Internetseite und da kann man halt überall eine Nachricht schreiben, eine Botschaft, was einen bewegt in der Weihnachtszeit und gleichzeitig auch ein Foto hochladen. Und das wird dann quasi nach unserer Freigabe auf das Kreuz hier vor Ort projiziert. Ja. Ja. Also natürlich werden Inhalte, die rechtsradikal sind oder irgendwen beleidigen, natürlich rausgefiltert. Aber generell sind wir für alles offen. Jeder soll und kann halt seinen Wunsch, seine Gedanken, vielleicht auch über die Adventszeit hinaus, ja, halt schreiben, abschicken, an uns senden. Mich sieht man. Hier war die Seite, Lena muss höher. Oh, ich komme nicht hoch. Wir wollen halt den Menschen in der Weihnachtszeit nochmal unabhängig von dieser dekorativen Innenstadt einen Ort bieten oder eine Plattform bieten, wo sie sich nochmal über die Weihnachtszeit Gedanken machen können und da auch nochmal sich selbst klar werden, was ihnen eigentlich in dieser Zeit wichtig ist. Das Kreuz ist ein Platz für eine Nachricht. Die Nachricht kann ein Wunsch sein, ein Gruß. Sie kann auch ein Gebet sein. Es kann auch eine Klage sein. Am Kreuz ist Platz für das ganze Leben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Christen mit der Botschaft des Kreuzes, die manchmal wie eine Dummheit aussieht, doch der Welt zeigen, das, was hier geschehen ist, das geht euch alle an. Das ist für einen jeden von euch von Bedeutung. Und du mit deinem Leben hast Platz an diesem Kreuz. Every time.